Herzlich willkommen bei Liquid Nature on Tour. Ich bin der Stefan und wir sind unterwegs, wie der Formatname schon sagt, heute bei Zoo Flottmann, ein Traditionsladen, von dem ich schon lange, lange Zeit weiß und oft gehört habe und jetzt endlich mal hier bin. Ich freue mich mega. Schauen wir gleich mal rein. Hallihallo. Servus. Servus. Freut mich. Magst du dich gleich selbst vorstellen? Ich bin Dieter Flottmann von Zoo Flottmann, Rottgau. Wunderschöner Laden. Also wir waren schon, wir sind jetzt nicht das erste Mal reingegangen, wir waren schon drinnen, wir haben schon ganz lange geredet, wir durften auch schon den Kräuterich sehen, der wirklich wunderschön ist. Und deinen Laden kenne ich schon lange aus Erzählungen von ein paar Bildern, aber ich habe es noch nie hergeschafft. Ich kann auch gar nicht ehrlich sagen, warum. Ja. Aber ich bin froh, dass wir jetzt endlich da sind. Ja, es freut mich, ja. Und du bist ja ein echter Vorreiter im Hobby. Also wie lange hast du den Laden jetzt hier? Also den Laden habe ich jetzt seit 1978. Okay, schon ein bisschen länger her. Das ist schon länger her, ja genau. Und wann fängt das an mit diesen Naturaquarien bei dir? Das sind jetzt 22 Jahre. Okay, das ist auch schon ein bisschen länger her. Das ist auch schon, ja, ich denke mal, dass ich da der Vorreiter in ganz Deutschland war. Ja. Mit einer der ersten. Also das war ja, gut, da war bei mir noch, waren noch andere Dinge wichtig. Genau. du hast ja hier dich vor allem konzentriert auf Premium-Anbieter, die schöne Aquarien machen. Ja. Und ganz vorne dabei ist natürlich die Marke, die ich selbst auch liebe, ADA. Ich sehe hier viele tolle Dinge. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Was sagst du? Wo ist das Aquarium, das am längsten steht bei dir? Am längsten steht eigentlich dieses hier, dann das Meter-60 Aquarium. Das läuft jetzt so im siebten Jahr. Siebtes Jahr in diesem Setup. Genau. 1,60 Meter. Ja. Ist auch 60 tief, oder? Ja, 60 tief, ja, und 60 hoch. Ein typisches Naturaquarium à la Amano. Ja, klassisch so eingerichtet in Richtung Amano und ist eigentlich auch vom Pflegeaufwand, der Millimarze Pflegeaufwand eigentlich. Kaum Wasserpflanzen zu schneiden und ja, die ist wirklich langlebig, ja. Was sind deine, hast du Lieblingsfische, wenn es ums Aquarium geht, abgesehen von den Koi? Lieblingsfische, also was mir auf jeden Fall in dem Aquarium immer wieder gefällt, sind die Melanthoneiados bosmani, die Regenbogenfische. Mhm. Und Skalare und halt vor allen Dingen auch immer wieder seltene Sachen, die man also normalerweise nicht andauernd sieht, wie ich auch schon diese selben Grundeln hier. Ja. Und ein paar L-Wälse sind auch drin, aber nichts Großartiges, aber einfach, aber auch nichts Alltägliches. Ja, also genau. Davon kann man hier wirklich nicht sprechen. Genau. Die Beleuchtung ist natürlich auch grandios, Solar RGB. Ja, genau, die hängt von Anfang an drüber, seitdem die gibt, ich glaube, 5 Jahre so, 5 oder 6 Jahre. Hm. Ja, ich glaube 2015 sind die erschienen. Oder 7 Jahre, genau. Und ich finde weiterhin die beste Leuchte, die man kriegt für ein Aquarium. Es gibt nichts Besseres, denke ich auch. Ja, okay. Also, da sind wir uns also vom RGB-Licht, was die Wiedergabe der Pflanzenfarbe angeht, auch die Fische, die Farbe von der Fische ist also derart perfekt. Ja. Das ist alleine schon die Farbe ist der Grund, diese Lampe zu kaufen. Zumindest für mich, ja. Ja. Ist einfach so. Genau. Ja. Also mir gefällt das Design auch gut, aber vor allem ist natürlich das Ergebnis das Argument. Definitiv, ja. Dürfen wir in den Schrank schauen? Ja. Ja, genau. Okay, 2 Außenfilter. Das ist auch klassisch Amano-mäßig aufgebaut, also das Aquarium hatte ich damals komplett mit Sansui Stones gemacht. Mhm. Und das ist auch ein poröse Lava. Ja. Den gibt es heute immer weniger zu kaufen. Wir haben und den reichlich im Laden. Das ist meine Lieblingssternsorte. Für mich eigentlich auch. Ja, aber ich denke mal, dass der alleine in dem Aquarium schon eine riesen biologische Filtrationssache übernimmt. Siehst du, über sowas habe ich noch nie nachgedacht, dass auch die porösen Steine im Aquarium natürlich auch Filterleistung entwickeln. Ne? Ich denke mal, das ist ungefähr zu vergleichen früher wie lebende Steine im Meerwasseraquarium. Mhm. Das war ja auch, hat auch eine biologische Funktion und ich denke mal, das macht der Stein auch. Und was hast du dann in den Filter, also verwendest du auch das ADA-Filtermedium, das BioRio oder? Hier im Filter ist jetzt Matrix von Seagem. Ah gut, okay. Ja genau. Ja. Und im linken Filter, der kleine Filter, der ist mit 1 Liter Purigen gefüllt. 1 Liter? Ja, damit es länger hält. Ne? Ja. Das muss ich jetzt andauernd regenerieren dann. Ne? Mhm. Ja, genau. Wir haben da auch im Laden, wir haben ja auch relativ viele Schauaquarien. Ja. Und in jedem ist auch ein bisschen Purigen. Und gefühlt also könnte ich jeden Tag in irgendeinem Aquarium Purigen regenerieren, weil wir überall diese kleinen Beutel verwenden. Ja, genau. Vielleicht sollte man auch so. Also das hat sich auch in dem Aquarium also positiv ausgewirkt.
diese Gelbfärbung ist verbannt. Ist weg, erst einmal komplett weg. Ja. Das ist toll. Auch mit ADA, CO2-Diffusor, sehr ja, edel. Sehr genau. Edel. Man gönnt sich ja sonst nichts. Genau. Ja. Okay, was haben wir denn hier? Was haben wir denn? 70? 75? 75, das ist 75, 57 tief und 50 hoch. Das ist auch ein schönes Maß. Wie viel sind das dann? So ja. 200 Liter? Irgendwo in so brutto 200 Liter, ja. Okay. Genau. Traditionell, Naturstyle, mit einer riesen Sammlung Busse Flandra, hm? Ja, aber die sind alle da drin gut gewachsen, ja. Okay. Das Aquarium steht jetzt 2 Jahre. Mhm. Aber da bin ich jetzt am Überlegen, es auszuräumen und was Neues zu machen. Satt gesehen? Ja, die Kundschaft irgendwann auch und irgendwann muss auch mal was Neues wieder gemacht werden. Ne? Klar. Man hat eine neue Idee und dann geht's wieder los. Wir haben ja vorher schon, also bei dir vermehren sich die Tiere in mehreren Aquarien, ja. Haben wir vorher schon Babys bewundert. Ja. Was war es? Bitterlingsbarben und Königssalmler? Königssalmler und Bitterlingsbarben, genau. Also ja. Die Bitterlingsbarben sehen wir die auch wunderschön. Das sind super, ich finde, das sind mega unterschätzte Fische. Wir haben die auch im Laden und die gab es ja schon immer. Also auch wie ich ein Kind war, hat man die immer. Ist eigentlich ein altes Modellfisch, ja. Kann man, wenn man so sagen will. Die gibt es wirklich schon 50 Jahre und länger. Und wo man jetzt wieder natürlich auf das Licht von RGB, von ADA zurückkommt, ja. Auch wieder ein Grund, ja, dass viele Kunden sagen, was ist denn das für ein Fisch, habe ich noch nie gesehen. Die platzen ja fast schon und, vor Farbe. Also das ist der Wahnsinn, ja. Also das ist wirklich... Und schau mal, hier sitzen wieder die ganz kleinen Fische. Kriegst du den auf die Kamera? Dazwischen dem Busse Flandra so ein halber Zentimeter und dann ein kleiner Königssalmler. Ja. Sehr cool. Hier sehen wir jetzt auch deine Produktpalette. Ja. Firma Elos. Also ja. Ich kenne die auch nur als Randerscheinung, muss ich sagen. Ich habe ein paar ja. Sachen daheim von Elos. Ja. CO2-Druckregler und einen Diffusor. Ja, ja. Ich weiß auch, die haben Heidengeld gekostet, sind aber auch sehr, sehr edel. Aber ansonsten hatte ich ganz wenig Kontakt mit der Firma, aber für dich ist das viel Zeug von Elos, ne? Also gut, ich muss dazu sagen, das Elos vertreibe ich ja jetzt auch schon 22 Jahre. Mhm. Also praktisch seitdem ich mit der Naturaquaristik angefangen habe. Das ist ein Dünger, genau. Da müssen wir nachher drüber reden. Vielleicht, ja. Vielleicht muss das ja, also das dürfte ja richtig gut funktionieren. Ja, also die Becken sind alle mit Elos gedüngt. Okay, jetzt wieder ein größeres Schauaquarium. Nee, das ist keiner mehr. 1,20? Das ist 1,20, auch 57, 5 tief und 50 cm, also 50 hoch. Ist das bei Elos so eine Standardtiefe? Oder? Also ist das ein Elos-Aquarium? Kein Elos-Aquarium. Okay. Also die beiden sind noch Elos-Aquarium, aber von Elos wird eigentlich ein Aquarium so nicht mehr hergestellt. Aha. Meistens nur noch im Seewasserbereich und das fühle ich nicht mehr. Das kann ich verstehen. Wir haben auch kein bitte? Wir haben auch kein Seewasser. Nee. Ich hatte früher mal Seewasser gehabt, aber ich muss dazu sagen, Süßwasser schärft mich einfach mehr. Ja. Also halt auch, wenn man sich nicht begeistern kann dafür, ist es ja sowieso, glaube ich, auch eine schwierige. Ja, ich will nicht sagen, dass Seewasser auf der Dauer dann langweilig wird, aber irgendwie kannst du nicht mehr eingreifen. Ich kann es nicht mehr verändern. Ein Riff läuft langsam vor sich hin und ich sitze halt nur da und gucke mir zu, wenn es funktioniert, ja. Ja, das ist bei ich muss auch sagen, die Farben, also ich habe mich noch nicht angefreundet mit diesem mit dem Grell? Blau und Blau. Rot und poppig. Und ich finde diese, das ist natürlich auch poppig, aber dieses Grün und diese Varianten des Grün, der Grüntöne und diese Pflanzen, die sind für mich das, was, ja, genau. Was das ich ist, liebe. Das ist auch mehr Natur. Kommt mir auch so vor. Ja, ich denke auch, wenn ich heute im Wald spazieren gehe, sieht es so aus. Ja. In der Natur. Seltener bei Fische, uns. Aber ansonsten ähnlich. Ja, genau. Aber okay. Und hier haben wir auch tolle Tiere. Die Hüfelsbrücken Musel Red Cherry vermehren sich bei dir ebenfalls. Ja. Und zwar nicht schlecht. Das ist ja richtig cool. Bei den Fischen ist das sogar eine lohnenswerte Sache. Ne? Die sind ja noch. Das waren mal anfänglich 10 Stück. Und das sind jetzt nach knapp 14, 15 Monaten ja schon ganz beträchtlich. Ja. Sehr gut. Sonst das ist für mich auch ein wunderschöner Fisch. Also der ist wirklich eine Bereicherung. Absolut, eine echte Neuheitenbereicherung. Das muss ich einfach mal so sehen. Also die Farben sind exzellent. Und wie so ein XXL Feuersalmler. Extrem. Ja. Tolle Tiere. Wobei die weiblichen Tiere sogar fast zweifarbig sind mit dem Orange-Rot. Ja. Und also ja, die Männchen sind ja vom Rot fast so intensiv wie Bitterlingsbarben. Ja, genau. Und ja. haben aber trotzdem diese traditionelle Hüfelsbrücken. Klapperform, ja, genau. Auch wieder ein Naturaquariumstil mit diesen bemoosten Wurzeln. Ja. Die Pflege ist extrem einfach. Also dieses wirklich? Aquarium, okay. Ja. Also das wird einmal, also gut, das Moos wird andauernd, also alle 3-4 Wochen muss ich es abernten, damit es nicht zu viel wird. Ja.
Aber sonst ist es eigentlich mit wöchentlich Wasserwechseln, Scheibenputzen eigentlich ein Selbstläufer. Das muss man schon so sehen. Ja. Wirklich? Ich sage immer zu den Leuten, nehmt bloß kein Moos. Ja? Das ist furchtbar zu bändigen, das wächst dann überall. Ja, das stimmt. Also rauskriegt man es nicht mehr. Ja. Und in bestimmten Aquarien ist natürlich auch für viele Wasserpflanzen Moos natürlich dann ein echtes Hindernis. Ja, mit Stängelpflanzen hatte ich ja, immer dann, wieder so negative ja, genau, Erfahrungen. Ja. Und jetzt Ritscha ist ähnlich. Es, ja, es ist einfach wunderschön. Wunderschön, aber überall und du kriegst es auch nicht mehr raus. Ja, ja. Das stimmt, ja. Aber hier passt es eigentlich mit dem Fahren. Ja, das stimmt. Und man kann es auch gut rausnehmen, wenn es zu viel wird. Aber so wie es aussieht, hat das Moos genau die richtige Funktion da drin eigentlich. Ja, ja, das ist wirklich sehr hübsch. Ja. Authentisch japanisch, das gefällt mir. Das ist so, ja. So, dann haben wir hier, also das ist ja hier Theken, Kassenbereich. Aber ja, die Galerie ist ja noch gar nicht aus, da geht ja noch da drüben weiter. Hier stehen auch wirklich tolle Wabikusa. Diese Biolo-Arc, diese Bio-Bottles. Das ist eine tolle Bereicherung, oder, fürs Hobby? Absolut, ja. Das gefällt mir gut, wunderschön. Ja, genau. Haben auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, also das ist absolut perfekt. Ja, das kann man sich mal eben als kleine Begrünung für seinen Schreibtisch mitnehmen. Absolut, das ist eine tolle Sache. Genau. Das ist ja hier die neue Form, ich glaube, ich habe die noch gar nicht im Laden. Ja. Die runden, musst du ja auch nachbestellen. Ja, genau. Das hat, da gibt es auch einen größeren davon, oder? Nee, das ist das Große. Das ist der Große, okay. Ja, genau. Es gibt ja nochmal einen kleineren. Ja. Weil von der Bauchform, glaube ich, dürfte das Kleine dann diese Größe haben, ne? Mhm. Ne, rund, ne? Ja, rund, ja, genau. Okay, ja. Ich denke mal, es lässt sich besser dekorieren, wenn es nicht so klein ist. Ja, sonst muss man wirklich so zum Modellbauer gehen. Ja, genau, das wird schon eng, ne? Okay, dann das ONF. Hier noch Bonsai, paar Wabikusa. Also da muss ich auch dazu sagen, es ist ein sehr gutes Licht. Also was der die ONF-Leuchten, ja. Was der Bonsai da drin wächst, ist unglaublich. Ja. Ja. Der muss andauernd geschnitten werden, also das funktioniert. Das Licht ist perfekt auch. Ja, ich verwende auch richtig gerne das Wabikusa-Leuchte, weil die einfach genau das richtige Licht genau hat. Genau, ist so. Und dann haben wir hier wieder wunderschöne Naturaquarien. Also hier, das gefällt mir besonders gut. Das ist für mich auch das, was eigentlich Natur, Wald, Moos und... Ja, und auch wie du den Lotus, welche Lotussorte ist das? Nicht der normale Nymphea-Lotus, oder? Nee, das ist ein Zwerglotus. Ja. Und diese Rotala hier? Was das ist auch eine neue Rotala. Shimoga, kann das sein? Nee. Das ist für mich meine neue Lieblingspflanze. Die habe ich auch von einem Pflanzen-Messi. Ja. Und ist also auch nicht, die gibt es im Handel nicht. Es gibt von den Rotala Macandra, gibt es diese Macandra Green. Green, die hat so einen roten Stängel. Genau, und genau. Die Unterseiten sind immer rosa. Auch rosa, wenn sie ganz nach oben genau. Wächst, dann wird sie auch so orange. Aber die Blätter sind nicht so. Genau, bei Weitem nicht so dicht. Und nicht so dicht, ganz genau. Sie laufen auch immer so spitz zu. Ja, auch eine richtig schöne Sorte. Generell diese Rotala Macandras, die gefallen mir alle. Ja. Leider sind sie alle auch so ein bisschen sensibel und wollen nicht immer so, wie ich das will. Ja. Aber die sieht toll aus, ja. Und auch die Fischauswahl ist genial. Also das diese Schokoladengouramis. Der Pfeffersalmle, ne? Das sind die Axelrodia Risai. Risai, ne? Ja, ganz genau. Also auch der echte, weil manchmal wird fälschlich noch der andere verkauft. Ne? Auch schwer zu bekommen, gibt's auch, wird nicht mehr oder ganz unregelmäßig eingeführt. Ja, und oft ist ja die Stigmati, die man dann kriegt, die nur blass bleiben. Ja, genau. Ja. Also ist gar kein Ersatz eigentlich. Das stimmt. Ja. Und der Risai ist ein bisschen scheu, aber wunderschön. Ja, und Schokoladengouramis, also die findet man bei mir eigentlich immer in irgendeinem Aquarium. Also das ist so auch ein Fisch. Kennst du auch die roten Schokoladen, die Valantis? Ja, also Valanti hatte ich einmal im Aquarium gehabt, in größeren Stückzahlen, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, die sind aggressiv gegenseitig und irgendwann war zum Schluss nur noch ein oder zwei da. Also ist schwierig, aber der hier, der ist langlebig, zeigt natürlich auch, dass er sich wirklich wohlfühlt in so einem Aquarium, was auf Natur aufgebaut ist. Ich denke mal, der fühlt sich momentan daheim. Ja, die sehen prächtig aus. Ja. Aber du fütterst dann auch viel mit Lebendfutter, damit die so aussehen, wie sie aussehen, oder? Ich fütter die wirklich, also mal die meisten Aquarien, die kriegen nur ein, zweimal, wenn Lebendfutter, also Frostfutter, aber ansonsten fütter ich die alle mit Trockenfutter. Okay. Ja, auch die Schokoladegouramis. Ja. Mit dem Elos-Trockenfutter? Elos-Trockenfutter, ja. Ich glaube, ich nehme mir dann das hier mit. Ja, das ist nicht verkehrt, ja. Ja. Und das sind Schmetterlingsbarben, die gepunkteten, oder wie heißen die? Ja, genau. Ja, Wahnsinn, richtig. Also tolle Fischauswahl und richtig tolles Aquarium. Ja. Das gefällt mir gut. Also hier auch wie das Moos im Monte Carlo. Ne? Und da ist jetzt ein 90p.
Ja. Wieder mit auch wieder klassischer Amano. Besten aller Leuchten. Genau. Das ist auch wirklich super klassisch. Also das, ja. Das ist jetzt so ein Gemisch, dass ich das schon in einem Katalog gesehen habe. Ja, genau. Habe. Das war auch der Hintergrund von dem Aquarium, wo man einfach sagt, also das könnte aus Japan sein. Das ist auch, ja. Das ist Kokosstone, den es leider jetzt nicht mehr gibt. Ist auch ein Lavasort. Soll auch, ja, genau. Ja. Aber halt ein Fessel, ne? Fast wie Granit so. Aber du hast doch hier unglaublich tolle Fischauswahl. Also den Sunodanio Axel Rodi sieht man auch viel zu selten. Finde ich auch, also für mich ein Eyecatcher. Ja, und also die tolle Variante lässt jeden Neon, zu einem Neon. Genau, ja. Im Schatten. Und das sind so. Rote Phantomsalmler oder sind es Blutsalmler? Das sind rote Phantomsalmler. Rote Phantome, genau. Und die roten Nanostomos, die du hier hast, Das die sind auch echte Edelsteine. Die habe ich jetzt neu, genau. Das ist also auch absolut was Seltenes hier. Ja. Es sind jetzt auch erst seit ganz kurzem überhaupt. Ja, wenn man überlegt, hat man noch nicht mal gesehen. Ich habe sie per Zufall gesehen, also das ist wirklich was Neues, ja. Also ich habe vor einem halben Jahr mal so ein Foto gesehen, wie sie gefischt wurden in so einem Nebenarm. Ja. Und da stand nur Nanostomus SP und da gab es irgendwelche lustigen Namen und jetzt sind sie ja bestimmt. Jetzt seit ganz kurzem gibt es sie in so Mini-Importen erhältlich zu astronomischen Preisen allerdings ist leider. Absolut, ja. Also es nimmt ja noch kein Ende. Hier haben wir noch ein 60er, traditionelles Naturaquarium, wunderschönes Layout. Und hier haben wir jetzt die Guppies, die wir vorher besprochen haben. Ja, genau. Da sitzen normalerweise immer so 15 bis 20 sogar drin. Mhm. Und es sind auch immer besondere Guppies. Da verkaufe ich halt die Guppies auch raus. Ja. Und da sitzen dann noch ein paar Raritäten drin. Ja, die Darios habe ich schon gesehen. Ja, genau. Man sieht sie natürlich nicht andauernd. Ja, die Black Tiger. Genau. Da die haben wir auch Im Laden. Ich finde die genial. Momentan ein wunderschönes Fischchen. Da unten steht auch eine. Ja. Da oben. Genau, und dann noch ein paar Pygmäus. Auch toller kleiner Panzerwelt. Und der kleine Phantomsalmer, der ist aus dem großen Becken da rausgesprungen und hatte Glück da rein. Jetzt kriege ich ihn natürlich aus dem Aquarium nicht mehr raus. Aber gut, was soll's. Aber er lässt die Guppies wohl in Ruhe. Wenn wir nachher noch eine Minute Zeit haben, ich kann es mal versuchen. Ich habe tatsächlich bin sehr geschickt im Fische fangen, weil bei uns ist unsere Galerie ist gleichzeitig unsere Verkaufsanlage und deswegen habe ich die letzten Jahre viele Möglichkeiten gehabt zu lernen, in Aquascapes Fische zu fangen. Ja, ich kriege sie ja auch raus. Ich lasse dann das Wasser raus bis hier, ne? Und dann kann man so wunderbar rauslesen, ja. Ich verspreche dir, ich schaffe den. Ja. Okay. Ohne Wasser abzulassen. Ja, ja, weil es ist einfach das Problem, dass man sonst, wenn er in der Ecke sitzt. Nee, ich mache dir das nicht kaputt. Versprochen. Ja, passt schon. Okay, und dann haben wir noch hier den Pflanzenbomber aus der Runde. Ja. Das ist fast schon Holland-Stil. Oder versteckt sich ein Layout? Der Hintergrund, nee, eigentlich nicht. Aber der Hintergrund bei dem Aquarium ist eigentlich, dass ich eigentlich die Wasserpflanze so im Kunde vielleicht besser präsentieren kann, wenn er unentschlossen ist, wo gehört eigentlich die Wasserpflanze hin. Okay, also das ist ein Demonstrations- ein Demonstrationsaquarium. Sehr gut. Dass er sich überhaupt mal vorstellen kann, wo die Pflanze oder die Pflanze irgendwo hingehört. Ja. Und dass man auch sich ein Bild machen kann, wenn ich jetzt einen kleinen Topf oder ein In-Vitro kaufe. Ja. Ja, es ist ja nicht jeder ein Spezialist. Und da ist es halt viel einfacher, dass der Kunde sagt, ja, die gefällt mir, die gefällt mir. Und denke ich mal, ist es okay. Und dann, was hast du hier für Beleuchtung? Das ist Daytime. Ah ja. Ja, genau. Auch tolles Beleuchtungssystem. Ja, und das, absolut. Also, das Glossostigma, was machst du, dass das so eben wächst? Also das ist ja wie platt gedrückt. Also es wächst hier etwas wolkiger. Ja. Aber das liegt jetzt daran, dass ich halt eigentlich Swiss, also ab jetzt ist der Zeitpunkt, dass es geschnitten wird. Mhm. Also das wird jetzt wieder runtergeschnitten. Ja. Und zwar so extrem flach, dass es also, wenn es wieder neu austreibt, dann so flach bleibt. Das ist Wahnsinn. Also das ist ja ein Zentimeter, wenn es hochkommt. Das stimmt. So sah es bei Ada in der Galerie aus. Und das auf 1,80 Meter, ja, in einem Iwagumi. Da habe ich kann mich noch erinnern, wo ich gedacht habe, der hat einen englischen Rasenmäher und fährt da drüber, ja. Also so, es gibt da Spittelmäher, die so extrem flach schneiden können und also es funktioniert, es geht so. Ja. Wahnsinn. Ja, genau. Aber auch dann die Pflanzenqualität ist beeindruckend. Also auch die Ludwigia aquata ist meine liebste Ludwigia-Sorte. Ja, muss ich auch dazu sagen, gefällt mir ganz genau. Mir gefällt
immer filigranes. Also ich bin, also was man in meinem Becken eigentlich nie sieht, sind echte Dorus. Mhm. Es ist mir zu grobschlächtig. Ja. Also ich denke mal, wenn ich vielleicht ein großes Aquarium, 5, 6, 800 Liter hätte, 80er Tiefe, dass man da sowas rauswachsen lassen kann. Ja. Aber in diesem Becken ist mir das, das engt auch alles ein. Also eine großblättrige Pflanze engt ein. Man sieht es ja hier schon, diese großen Blätter ja, genau, machen dieses gleich. Es zerstört die Proportionen. Ja. Und auch wieder schöne Fischauswahl, Mosaikfadenfische. Ja, sehr, genau, sehr der Vietnamkardinal. Und die Nacktlaube. Die sieht man auch viel zu selten. Ja, die gehen aber jetzt langsam leider rückwärts. Die sind jetzt schon über 2,5 Jahre alt. Und irgendwann ist natürlich auch mal da ja, was zu Ende. Das ist halt lebt so, ewig. Lebt ewig, genau. Also jetzt haben wir hier Schaubecken. Ich denke, wir haben keins vergessen, wir haben alle Schaubecken besprochen. Ja. Wobei dein Pflanzenaquarium ist ja auch fast ein Schaubecken. Ja, das ist die Kucksäule. Wie lange hast du gesagt? Bitte? Wie lange hast du gesagt, ist das Aquarium? Das Aquarium komplett 3,60 Meter. Okay. Ja, das ist ein echter Klotz. Und das in einem Stück. Zu wie viel habt ihr das hier reingetragen? Das waren damals 8 Leute. Motivierte Leute. Ja, das war schwer, weil das hat einen Sandwichboden. Der Boden ist 3 cm dick. Ach, sehr. Oder, nee, 2,4. Also 2x12er Scheiben sind da zusammengeklebt. Also damit das ist stabiler. Das ist keine Bodenscheibe in einem bei 3,60 Meter, sondern es sind mehrere Scheiben zusammengeklebt und dann überlappt. Mhm. Also ein Sandwichboden. Ja. Ja. Okay. Also die Bodenplatte kann nicht reißen. Und hier, also es erinnert mich ein wenig an unser Pflanzenaquarium, weil hier sind praktisch alle Wasserpflanzen Submers. Ja, da ist nichts mehr. Also alles, was, also wenn ich jetzt was Neues kriege, dann ja. Ja. Aber sonst der Rest, also was ich selber kultiviere, selbst mache und so, das ist also alles Submers. Ja, das ist halt natürlich auch für die Kundschaft ein Riesenvorteil, wenn die Pflanzen schon vital im Unterwassermodus dastehen. Ja, genau. Und sie wachsen also sofort weiter. Die ja, Fissidens, so, Ricardia, Süßwassertank, genau. Hast du alles ja, da. So ist es, ja. Sehr cool. Und hier ist die Fischanlage. Ja. Fisch- und Garnelenanlage. Genau. Da hast du auch eigentlich alles, was man sich für so ein Naturaquarium wünscht. Ja, genau. Es ist eigentlich alles das, was auch in die Aquaristik reinpasst. Und alles, was eigentlich nicht wirklich reinpasst, weil es Pflanzen frisst oder wühlt, lässt du gleich weg. Lass ich gleich weg, ja. Da habe ich wieder so ein paar wunderschöne Bosmanis wieder ergattert. Also diese Variante ist also wirklich schwer zu kriegen. Absolut, ja, genau. Hier ist ja noch so ein weiteres deiner Hobbys. Ja, das ist jetzt so, das mache ich jetzt auch schon so 2-3 Jahre jetzt. Genau, das ist auch so ein Spaß. Und das sind ja auch eher erlesene Tiere, die da sitzen, ne? Das ist in erster Linie schon, ja, genau. Also ich habe immer, also ich züchte immer nur mit Hochzuchttieren. Also der Laden ist, wie groß ist der Laden denn? Das habe ich noch gar nicht thematisiert. Ungefähr so 200 Quadratmeter. Okay. Also nur also die Ladenfläche. Hm. Ja, genau. Okay, und hier ist dann dein Hardscape. Steine, hier ist mein Hardscape, Wurzeln, ganz genau. Auch sehr schön arrangiert alles. Und eine tolle Auswahl von wirklich schönen Stücken. Ja. So da. Ui, das sehe ich, das ist das Zeug, das der Juris. Das ist Manzanita. Genau, das aus Amerika. Ja. Zeug, ja. Also das ist für mich eigentlich mit das schönste Holz. Ja, das ist, also im Endeffekt ist jede Ast ein Unikat. Ja, ja, ja. Ja. Und die Steine, das ist auch toll. Das sind noch einzelne Frodo-Stücke. Ja. Frodo-Stone. Und auch schöne Sansuis. Genau. Kommen ja immer in diesen tollen Kisten. Ich finde das. Und da ist auch ein Dojo. Das ja, genau. Das funktioniert auch gut, ja. Und können die Leute ein bisschen spielen. Genau. Dann wissen sie auch immer zum Schluss, was sie genau zu Hause brauchen an Wurzeln und Steine. Mhm. Macht ja eigentlich Sinn, ja, sowas. Wir machen das auch absolut. So. Absolut. Weil gerade, wenn man ein größeres Aquarium plant, kann man sich nicht vorstellen, wie viele von denen hier notwendig sind. Ja, genau. Und manchmal merkt man dann auch der Kunde, noch eine Wurzel, noch ein Stein und es wird immer schöner und er hat sich nicht getraut eigentlich, mit 2 Wurzeln ist er fertig, aber in Wirklichkeit braucht er 5, ne? Ja. Dass es was aussieht. Und ist es bei dir auch so, dass die Leute, die noch nicht so in der Materie drinnen sind, anfangs viel zu kleine Dekorationen verwenden wollen? Ist so, ganz genau. Bei uns ist dann auch so, dann will man einen 60er einrichten und kommt dann mit so einem Stein. Ja, und dann legst du ihm mal so einen großen Stein hin und dann sagst du, ach, passt der überhaupt da rein? Ja, und dann, oh, tatsächlich, ne? Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, sieht ja genau, ne? Wenn man den dann so stellt oder so, ne? Dann wirkt der schon und das ist ein Riesenstein. Ja.
Aber wenn er im Aquarium drin ist, ist es, ich weiß nicht, in dem einen Aquarium habe ich, glaube ich, 50 Kilo Rhodostones drin, in 1,20 Meter. Das passiert. Das ist schon heftig. Ja, ne? Ja. Ja, genau. Das aber sieht dann gut aus. Ne? Ich muss dir nachher noch Fotos zeigen, ich habe auch ein paar Fotos dabei. Wir haben auch so Eskalations-Aquarien, wo man plötzlich die ganze Hardscape-Ecke leer macht, nur damit man das Aquarium voll kriegt. So, ja, genau. So, jetzt geht's neben der Vogelvoliere vorbei Richtung Japan-Garten. Genau. So. Jetzt sind wir einfach in einem Japan-Garten, der wunderschön ist. Also ich liebe sowas. Ich wünsche mir auch irgendwann einen Kräutereich. Und dann hoffe ich, dass er auch nur annähernd so schön ist wie der hier. Erzähl mal ein bisschen Eckdaten. Wie viel Liter hat er jetzt? Also der Teich hat selbst 30.000 Liter. Okay. Die Filteranlage hat 10 Kubikmeter, also 10.000 Liter Wasservolumen. Ja. Genau, es sind insgesamt 1,5 Kubikmeter Filtermaterial. Mensch, da kommen sie schon. Verarbeitet und hat eine Wassertiefe von 1,50 Meter. Ja, Pumpe dann, hast du gesagt, ist eine Oase? Das ist eine Pumpe-Oase, Titanium 30.000, genau. Sind die besten, oder? Also ich bin der, also früher hatte ich andere Pumpen gehabt, aber das ist von Wirtschaft, also von Betriebswirtschaft und so, die ideale Pumpe. Okay. Also was man jetzt hier laufen sieht, sind 100 Watt, also ist gigantisch. Ja, ja, da also kommt schon was raus. Ja? Also erschreckend gut, ja. Ah, die Fische sind fabulös. Du hast gesagt, da sind jetzt viele unterschiedliche Altersklassen im Wasser. Also ja, die jüngsten zwei also Jahre. Der knapp. Jüngste zweijährig, genau. Und dann sowas 7, 8, 9 Jahre alt. Wahnsinn. Und der älteste ist 24. Was für U-Boote. Und ist aber gar nicht so groß. Also die Größe alleine ist nicht nur das Alte. Welcher ist der größte? Ist es der ist, denke ich mal, die zwei da, die dürfte sich nichts geben. Ja. Mhm. Die knapp an die 90 oder über 90 vielleicht sogar schon. Also mir gefällt hier besonders gut, wie du das in den Garten integriert hast. Ja, auf wenig Volumen, also wenig Raum, viel Teich und trotzdem sieht alles sehr gut aus. Ne? Und du machst das ja auch gewerblich, also das ist nicht nur dein Hobby hier? Nee, das ist also auch gewerblich, definitiv, ja. Genau. Jetzt denken sie, es gibt was zu fressen. Also man sieht, denen geht's gut. Ja. Die sind die super. Die haben alle richtig Speed. Wie würdest du einschätzen, ist so das Verhältnis Aquaristik und Koi-Handel bei dir? Also ist so Schwerpunkt Aquarien? Ich denke mal so ziemlich, oder? So halb und halb. Halb, halb, okay. Ja. Wir haben noch gar nicht gesagt, wo du zu Hause bist. Das sollte eigentlich auch noch mit rein ins Video. Ach so, ja. Ich sitze hier im Rottgau-Jügesheim, ja. Kreis Offenbach. Überschaubar, Richtung große Ortschaft, muss ich sagen. Ja, in der Nähe von Frankfurt. Genau, also wir sind auch jetzt, wir kamen ja von Juris, von Denner Leplans heute. Ah ja. Und da sind wir bei Frankfurt vorbei und da war super Riesenstadt und so. Ja. Und da sind wir wieder raus aus Frankfurt. Und wie weit ist es von hier nach Frankfurt? 24 Kilometer. Okay, also eine halbe Stunde ist. Ja, eine halbe Stunde, ja. Also ich kann da wirklich jeden Koi-Liebhaber verstehen, wenn man die Tiere schwimmen sieht in diesen schwarzen Löchern mit klarem Wasser. Dann ist das einfach unglaublich beeindruckend. Ja, man kann da, wie sich man kann sich gar nicht satt sehen eigentlich, ja. Ja, und auch diese Vielfalt, also das ist ja alles der gleiche Fisch oder in unterschiedlichen. Ist im Endeffekt der gleiche Fisch und in so vielen Farben und wenn man eigentlich bedenkt, dass ein Karpfen, wenn man so normal kennt, ja irgendwie so grau-braun ist, dass man so viel Farbe da reingezüchtet hat, das ist gigantisch. Ja, ja. Also wunderschön. Falls ihr Bock habt auf Koi und ihr aus der Nähe oder dem Umland kommt, setzt euch unbedingt ins Auto, fahrt hier mal her. Nicht nur die Aquaristikabteilung ist unglaublich sehenswert, sondern auch, also darf man hier als Kunde überhaupt her, bevor ich jetzt so viel verspreche? Nee, okay. Kein Problem. Ja. Also wenn ihr Lust habt auf tolle Koi, dann unbedingt. Wie viele hast du hier rumschwimmen? Wir haben schon... Also das sind jetzt um die 45. Okay, also auch riesen Auswahl. Aber das ist ja hier dann, also die sind nicht nur zum Anschauen da, ne? Das nee, die wären jetzt alle käuflich erwerblich. Genau. Ich bin ja schon verleitet. Aber leider fehlt mir noch der passende Teich dazu. Ja. Na, ganz toll, danke für deine Führung. Arbeiten wir dran. Ja, also genau. In naher Zukunft will ich irgendwann dieses Projekt mal, angehen. Ja, genau. Ja. So, wir haben jetzt gute drei, fast vier Stunden deiner Zeit in Anspruch genommen. Vielen Dank dafür. Kein Problem, ja. Viel philosophiert über das Hobby und du hast mich schon viel eingewiesen für mein zukünftiges Projekt. Ich hoffe, dass ich das ähnlich hübsch hinbekomme wie du. Ich denke schon. Ich sage schon jetzt mal vielen Dank für deine Zeit. Das ist ein ganz toller Laden, war wirklich mega sehenswert. Ja, freut mich. Und falls ihr in der Nähe seid oder falls ihr auch nicht in der Nähe seid,
setzt euch ins Auto und kommt hierher, weil das Wahnsinn, was hier alles rumsteht, super. Danke. Danke auch. Hat mich gefreut. Ja.